wie gesagt, Mini-Schloss. Ich weiß nicht, was Mini hier alles für Viecher in ihr Schloss ist, aber da ist unsere Tür. Kürbisse und die Weiber. Und genau das ist hier dieser Punkt, was ich... Oh, kacke, ey. Wenn ich mich nicht so dämlich anstellen würde, ne? Was ich vorhin schon mal erzählt hatte. Mit den kleinen Mickey kann sehr nützlich sein. Da halt die Gegner nicht zerstört werden, sondern man auch nicht drauf rumfassen kann. Wenn man sich nicht so blöd anstellt, wie ich gerade schon wieder. Hier gibt es auch zwei unterschiedliche Wege. Okay, ich muss mal wieder für den entschieden. Ja, unten ist ein anderer Weg als oben lang. Letztes Mal in dieser Channel ist ja schon mal, aus Jux hatte ich schon mal gespielt. Vorkotzen. Da hatte ich mich komischerweise auch für diesen Weg entschieden. Wenn man in die Säure fällt, ist man gleich komplett tot. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Wollen wir unten lang gehen? Also, wir gehen mal unten lang und gucken, was da ist. Okay, Bettlaken. Noch Bettlaken? Ja, die sehen noch so lustig aus. Okay, ich hab keine Ahnung mehr. Okay, so. Okay, ja, ging eigentlich recht schnell, ne? Ja, und hier wären wir auch bloß gelandet, wenn man andersrum gelaufen wäre. Also hier muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn Mickey mit Steinen dahin getroffen wird, ne, dann springt er so blöd zur Seite, dass er den Stein kaputt macht natürlich. Und wir nochmal runtergehen müssen. Nein, Stein. Alter! Hm, na klar! Dabei noch, ja, das ist viel einfacher. Es ist auch einfacher. Es ist wirklich einfacher. Wenn man sich nicht so blöd anstellt, ist es wirklich einfacher. Wir sind immer so ein Pfeil, ist so eine Zwischenspeicherstation. Und ich mache sowas hier gerne mit Klein Mickey, weil ja, dann kann ich einfach viel eher loslaufen und so weiter, weil halt einfach die Hitze nicht so groß ist wie bei Groß Mickey. Ah, na klar. Ja, die Hitze ist zwar kleiner, aber... Es gibt trotzdem eine. Nicht so, dass Mickey dann verwundbar ist. Ja. Hier der Kristall, der gibt's hier einen. Das weiß ich auch jetzt gerade nicht. So, oh! Wenn du diese Bohne pflanzt, ja, Belis, weiß nicht, was Belis heißt. Ja, wenn wir diese Bohne pflanzen, dann wird eine Bohnenstange wachsen und uns zur, ja, vom Schloss bringen. Also bis in die Wolken wird sie wachsen. The glass have moved out of to see. So your was plan. Genau, also die Wolken sind bis
raus auf die See gezogen. Ja, und deswegen müssen wir auf der kleinen Insel auf der kleinen Insel dort ja, die Bohne einpflanzen. In den Steinpyramiden in der Wüste werden wir die magischen Schuhe finden, mit denen wir auf den Wolken laufen können. Ohne durchzufahren. Die wir ja schon gefunden haben, ne, weil ich ja wusste, wo wir langlaufen müssen. Ja. Genau, in den richtigen Eingang siehst du als erstes gar nicht. Sei hartnäckig beim Versuchen und benutze deinen Kopf. Ich bin mir sicher, du wirst finden. Und, was? Du willst küssen, um Gottes Willen. Und Micky freut sich voll. Ja, also. Ja, hier sind wir eigentlich in der Pyramide. Also hat sie uns gerade gesagt, ne? Jetzt sollten wir eigentlich erst den Weg laufen, den wir vorhin schon gelaufen sind. Das tue ich. Oh, hallo. Na klar. Richtige falsche Weg gewesen, sagen wir so. Und wenn man sich nicht so blöd anstellt, ne? Ah, oh, Kacke! Ah, oh, Mann! Ich glaube, es ist auch so, dass wenn wir jetzt hier nochmal lang gehen, ne? Also nochmal hinten den Ausgang wählen, bekommen wir nochmal Punkte gut geschrieben. Nee, nee, nee. Hier ein kleines Gehen. Eigentlich auch so süß finde, da haben die nicht niedlich gemacht, die kleinen Mini-Küppchen. So. Und da ist unser Schloss. Oh nein, okay, ich dachte, wir kriegen die Punkte nochmal gut geschrieben. Ja, und... das würde ich eigentlich gerne erst beim nächsten Mal machen. Deswegen beende ich den Part jetzt schon. Ich lese nochmal schnell nach, ich gucke mal, wie ich das irgendwo finde. Erstens, wo wir bei den Blumen unser Herzchen noch kriegen. Hier nicht unser Herzchen, unser, Sternchen und auch in der Pyramide, ob es da nochmal ein separates Sternchen gibt. Wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass es eins geben müsste, weil bis jetzt haben wir überall noch eins gefunden. Also sehen wir uns dann einfach im nächsten Part. Tschüss!